Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel. Schön, dass Sie auch heute wieder die andere Meinung erfahren möchten. Es klingt wie ein schlechter Scherz. In Thüringen wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Fahrten von Gegendemonstranten zu rechten Veranstaltungen aus dem Landeshaushalt gesponsert. Ans Tageslicht gekommen ist dies durch eine Anfrage im Erfurter Landtag. Gab es bisher nur Gerüchte über die aktive Unterstützung von konkreten Antifa-Aktionen durch staatliche Stellen unter Aufgabe ihres Neutralitätsgebots, liegen jetzt die Belege schwarz auf weiß vor. Dass damit möglicherweise auch Gewalttatenvorschub geleistet wurde, verleiht dem Skandal eine besondere Brisanz. Erfahren Sie mehr darüber in unserer Reportage über die Reisegruppe Antifa. Der 13. Februar in Dresden. Schon seit vielen Jahren gedenken nationale Gruppen der Opfer des alliierten Flächenbombardements, das die Stadt im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche legte. Es ist immer das gleiche Bild. Während auf der einen Seite geschichtsbewusste Deutsche an das Schicksal der Toten erinnern, versammelt sich auf der anderen Seite ein linker Mob, um die Veranstaltung zu stören und zu blockieren. Mit dabei war zuletzt auch das sogenannte Graswurzelnetzwerk Weimar, eine äußerst reisefreudige Linksaußengruppierung, deren Anhänger nicht nur nach Dresden fuhren, sondern auch an Gegendemos zu rechten Veranstaltungen in Magdeburg, Weimar oder im Eisfeld teilnahmen. Was alle diese Fahrten gemein hatten? Sie wurden mit Geldern aus dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit unterstützt. Und das Graswurzelnetzwerk ist kein Einzelfall. Seit 2011 wurde der Demotourismus der Antifa in 46 Fällen mit Steuergeldern unterstützt. Dies ergab die Antwort der heute zuständigen Bildungsministerin Birgit Klaubert von der Linkspartei auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Christian Tischner im Thüringer Landtag. In den Genuss der Zuwendungen kam dabei neben den Jusos, dem DGB-Jugendförderverein und der Studentenvertretung der Erfurter Uni auch linksextreme Organisationen wie die Junge Gemeinde des berüchtigten Politpfarrers Lothar König aus Jena, die Neue Linke und sogar ein Verein, der seinen Sitz im Autonomen Zentrum in der Weimarer Gerberstraße hat. Thüringens Bildungsministerin Birgit Klaubert erklärte dazu unbeeindruckt von Kritik: Wir wollen, dass die Zivilgesellschaft Gesicht zeigt gegen rechts. Dieses Engagement kann man nicht hoch genug schätzen. Deshalb fördern wir den Aufstand der Anständigen aus dem Landesprogramm. Der Amtsleiter Recht im NPD-Parteivorstand, Frank Schwert, bezweifelt allerdings, dass dies mit den geltenden Rechtsgrundlagen vereinbar ist. Der staatliche Geldsegen könnte für die Thüringer Jungsozialisten und auch für die Neue Linke, beides Unterorganisationen der Sozialdemokraten und der Linkspartei, zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Denn die Bundestagsverwaltung, die zuständig ist für die Parteienfinanzierung, könnte dies als eine verdeckte, aber eben unzulässige Parteienfinanzierung ansehen. Die Parteienfinanzierung errechnet sich aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden und sie errechnet sich weiter aus dem Wählerstimmenpotenzial. Zuwendungen aus Ministerium, aus welchem auch immer, sind hierfür nicht vorgesehen. Fakt ist, dass von den Geldern aus dem Thüringer Landeshaushalt auch Gruppen profitieren, deren Einstellung zu Demokratie und Meinungsfreiheit äußerst fragwürdig ist und die möglicherweise auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Wie dies politisch zu bewerten ist, verdeutlicht der thüringische NPD-Landesvorsitzende Tobias Kammler. Ja, anhand der Alimentierung von Gegendemonstrationen erkennt man deutlich, dass die vielbeschworene und in Dauerschleife vorgetragene Zivilgesellschaft ja nur durch die Förderung und staatliche Finanzierung existiert. Ein Staat, der sich jedoch freiheitlich nennt und auch dieses Attribut wie eine Monstranz vor sich herträgt, hat aber Demokratie zu fördern oder sie zumindest auszuhalten. Was wir hier jedoch erleben, ist die Etablierung einer neuen Form der Aristokratie, in dem die selbsternannten Guten sich privilegiert sehen und sich auch selbst noch mit Steuermitteln privilegieren. Ich denke aber, unsere Landsleute wollen nichts mit derartigen Schandtaten, die mehr eben sind als nur eine Steuergeldverschwendung, zu tun haben. Sie wenden sich daher immer wieder von dieser untreue Politik ab und ich denke auch mit Fug und Recht. Was wir deshalb brauchen, ist ein Mehr an Selbstbestimmung, ein Mehr an freiem Denken und keine rot-rot-grünen Fürsten vom Schlage eines Bodo Ramelow, die dieses Land zu einer linken Diktatur der Kleingeister und der Mitläufer entwickeln. Die NPD sagt deshalb Ja zu einer freien Demokratie, wie sie das Grundgesetz auch eigentlich garantiert, und Nein zu einer unfreien Meinungsdiktatur. CDU-Mann Tischner, der die ganze Sache ans Tageslicht brachte, übt sich nun in öffentlicher Empörung. Was allerdings nicht vergessen werden sollte: Der Demotourismus wird seit 2011 finanziell unterstützt, als die Union zusammen mit der SPD in einer großen Koalition das Land Thüringen regierte. Beim Reisebüro Antifa haben also auch vermeintlich konservative Politiker über Jahre lang einfach weggesehen. Thüringen ist kein Einzelfall.
Um politisch motivierte Zweckentfremdungen von Steuergeldern aufzudecken, ist eine wachsame, unbestechliche Opposition notwendig. Ein weiteres Argument für eine starke Präsenz der NPD in den Landtagen und Kommunalvertretungen. Für dieses Mal verabschiede ich mich von Ihnen. Natürlich wieder mit dem Hinweis, dass Sie unsere Aufklärungsarbeit unterstützen können. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder durch eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis bald. Ihre Emma Stapel.